Hallo liebe Bücherwürmer, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Frankfurter Buchmesse. Ich freue mich schon sehr, ich hoffe meine Bahn hat keine Verspätung. Und dann werde ich gleich direkt beim Thalia-Stand sein und dort den Instagram-Kanal für ein paar Stunden übernehmen. Ich bin jetzt endlich angekommen, jetzt gehe ich erstmal zum Thalia-Stand und werde meinen Rucksack los. Hallo, ich bin der Benjamin und mich irritiert diese Kamera, denn sie ist sehr klein, sie ist sehr nah. Mit dieser Kamera machst du deine YouTube-Videos. Also meine Vlogs mache ich mit dieser Kamera. Sie ist so klein, zeig mal wie klein sie ist. Okay. Benjamin und ich, wir stehen hier gerade an beim Thalia-Stand. Wir wollen nämlich gleich noch ein Lesezeichen gestalten. Wird sehr gut, es das wird weiß ich. Sehr, sehr gut. Jetzt laufen wir ein bisschen durch die Halle. Steffi ist auch da und wir gucken gerade uns Postkarten an. Benjamin hat ein paar sehr schöne gefunden. Zeig deinen Favoriten. Die ist sehr gut. Ich zeige euch jetzt meinen Favoriten. Die hier. Die ist die beste. Und Benjamin hat ein Freundschaftsbuch mitgebracht und sind meine sehr seltsamen Bücherfreunde. Und da habe ich gerade auch meinen Beitrag zu geleistet. Hier seht ihr es. Sehr, sehr gut. Zum Beispiel, das esse ich am liebsten Döner. Das wünsche ich dir, einen Lebensvorrat an Döner. Schön, oder? Das ist sehr schön. Ich bin sehr, also ich, man sieht es mir nicht an, aber ich weine gleich. Oh Leute, das ist passiert. Ich habe einen Identitätswechsel vorgenommen. Ich bin nämlich jetzt Benjamin Spang, damit ihr Bescheid wisst. Guck mal, wer da ist! El Filippo! El Filippo! Flippendo! Eieiei! Gespenst. Das ist so ein Schuss. Dann nehmen wir einen Toni. Toni ist einsatzbereit. Drauf. Ich bin jetzt im Airbnb angekommen und da ist schon mal Jenny. Sanne, wo bist du? Da. Hi. Die Mädels genieren sich ein bisschen. Ich lege jetzt meine Sachen ab und dann fahre ich gleich zu Fischer. Wir sehen uns später. Ich bin jetzt beim Fischer Verlag angekommen, beim Blogger-Treffen. Und wir sind gerade auf der Dachterrasse. Und ich meine, schaut euch das mal an. Wow. Ja, mit mal gebe ich. Unsere Lieselotte. Extra von ihr abgehängt. Unserem MC Master of Steffen Gommel. Okay, wir mussten jetzt alle so Nummern ziehen. Und wir werden jetzt in verschiedene Gruppen quasi eingeteilt und rennen jetzt von Raum zu Raum und da kriegen wir verschiedene Sachen vorgestellt. Ich bin mal ganz gespannt, wie das jetzt hier funktioniert. Snacks gegessen nachher und uns ein bisschen über Bücher unterhalten, was Verlage besser machen können beispielsweise. Es war ein sehr schönes Gespräch. Jetzt gehe ich zum Pub & Pub und dann treffe ich mich mit der Sanne. Herzlich willkommen am Ende des ersten Messetages bei Pub & Pub, der Meetup-Reihe, die tatsächlich hier in Frankfurt gestartet wurde 2011. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Rieke da ist. Von der Z. Ich kenne das nicht abgebracht, das ist ein Buch, ich gerade lektoriert habe. Genau so muss man sein. Lustig. Hallo. Hallo. Wir melden uns nach dem Pub & Pub zurück. Es war in so einem kleinen Bar, so eine Bar. Ja. So ein Bar mit
wenig Licht und lauter Musik. Wir haben lange gewartet, weil irgendwie wusste keiner so richtig, was jetzt Sache ist. Es kamen dauernd verwirrte Leute rein. Genau. Aber dann ging es irgendwann noch los und es gab eine Diskussion über, wie man richtig gendern sollte und genau, in der, Feminismus. Genau, in der journalistischen Welt, generell beim Schreiben. Und da ist eine kleine Diskussion drüber entstanden. Das war schön. Das war ganz nett. Genau, und danach konnte man sich dann auch frei unterhalten. Das war auch ganz nett. Also vielen Dank für die Einladung. Und jetzt gehen wir nur noch ins Bettchen. Genau. Und ein bisschen was essen. Genau. Bis morgen. Guten Morgen. Heute ist... Was ist ein Tag? Donnerstag. Donnerstag. Wir sind jetzt alle fertig und fahren jetzt zur Buchmesse. Und worauf freut ihr euch am meisten? Messe. Buchplanetarium. Buchplanetarium Live-Shows heute. Ich bin so aufgeregt. Das ist so cool. Oh mein Gott. Stand und warte und in Ruhe Kaffee trinke. Jetzt geht's gleich weiter bei Arena. Ihr seht es vielleicht schon hinter mir. Ich stehe bei Arena. Dann werde ich gleich über die Neuerscheinungen bei Arena etwas erfahren. Wenn ich nicht sterbe wegen eines Krümel im Hals. Und die Spinster Girls werde ich nachher treffen und Holly Byrne. Ja, mal schauen, wie das heute so wird. Ich bin eine Sekunde bei DTV und habe alles zerstört. Ich habe Annabelle von hinten umarmt. Sie hat es versucht. Ich habe es versucht und das komplette Wasser, also es ist jetzt schon sauber, aber hier sind, es war alles nass. Ich bin ein Trottel, aber naja. Ich habe es versucht und ich habe Annabelle jetzt zumindest wieder eingeschenkt. Es tut mir sehr leid. Aber es ist niemand nass geworden. Sind niemand nass geworden. Immerhin etwas. Wir haben jetzt unser Spinster Girls Treffen und ich freue mich. Es wird super. Oh ja, hier schon. Wir sind hier gerade bei unserem Spinster Club Treffen mit Holly Byrne und wir machen gerade ein paar Fotos mit ihr. Gleich geht's nämlich los mit der Buchplanetarium Live-Show mit Markus Holz. Wir sind schon alle da. Philipp hat auch schon die Kamera aufgebaut. Sanne ist auch schon da. Das war ein geiler Move, Sanne. Das war ein sehr geiler Move. Herzlich willkommen, dass ihr hier seid bei unserer Buchplanetarium Live-Show mit Markus Holz. Ja, wir wollen heute über Doors sprechen. Ich bin Sanne und ich blogge auf Papierplanet. Ja. Hallo, ich bin Markus und ich schreibe Romane. Wir sind das Buchplanetarium. Das ist wie so eine Art Buchclub, müsst ihr euch das vorstellen. Einmal im Monat treffen wir uns auf YouTube, immer auf einem von unserer Kanäle, also das wechselt auch ständig. Und wir besprechen dann ein Buch, was wir uns aussuchen, von dem wir sagen, das klingt gut, das wollen wir lesen. Oh mein Gott, ich bin in diese Schlucht gefallen. Hilfe, Hilfe! Und den lieben Drachen, den rosafarben, der mit dem Einhorn. So, nein, so ist es ja nicht. Ja, wir sind gerade fertig mit unserer Buchplanetarium Live-Show. Es war mega geil. Markus signiert noch. Genau, mit dem Stift. Der Leipziger Messe, ich Guerilla-Tür. Oh! Jetzt sitzen wir einmal noch ein bisschen rum. Mona ist auch da. Genau. Und es war ganz toll! Weiß ich noch nicht. Möglicherweise. Guten Morgen. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur Buchmesse. Es ist Freitag. Wir haben heute einige Termine. Ich habe zumindest sehr viele Verlagstermine. Und nachher auch ein paar Blogger-Treffen. Und ich bin mal gespannt, wen ich von euch da so sehe. Jetzt warte ich auf meine Ansprechpartnerin und dann geht der Messetag auch schon los für mich. Ich melde mich zurück
ich bin jetzt bei Fischer und schaut mal, wer bei mir ist. Die Tina. Hallöchen. Hallo Tina. Hallo liebe alle. Hallo liebe alle. Hallo liebes Internet. Hallo Internet. Hallo Welt. Was ist so dein Highlight heute? Hast du einen coolen Termin, auf den du dich besonders freust? Ich freue mich sehr auf das Kids-Blogger-Treffen. Das wird hoffentlich cool. Da bin ich auch nachher. Ja, da freue ich mich auch mal. Ich bin auch voll gespannt, was die machen. Ich kann mir noch gar nicht. Hast du den dritten Mann schon? Nee, hab ich nicht. Ich glaube, wir kriegen den dann. Oh, stimmt. Ja? Unser Getränk kommt jetzt. Wir sehen uns später. Wir schwinden in einer Wolke. Wir sind jetzt beim Blogger-Treffen. Hola! Wir haben Collins. Und ihr wisst auch noch nicht, was abgeht. Nein, wir wissen auch nicht, was abgeht. Keine Ahnung. Es hat keine eine Ahnung. Wir werden uns gleich überraschen lassen und dann mal schauen. Hoffentlich gibt's was zu essen. Ja. Das ist wichtig. Was zu trinken. Und das zu sagen. Blogger-Treffen bin ich jetzt wieder in der Halle 3.1 und gehe jetzt zu meinem Termin bei Rowohlt. Ja, ich hatte das HarperCollins-Blogger-Treffen, das war leider etwas chaotisch. Dann gab es bei Drömer Knauer noch ein paar kleine Häppchen und eine schöne Vorstellung von Patricia. Das hat sie wie immer ganz toll gemacht. Die zwei Autoren waren noch zu Gast. Jetzt höre ich mir erstmal das neue Programm von Rowohlt an. Erstmal wollte ich sagen, wie schön, dass ihr alle da seid. Das ist ja unser allererstes Blogger-Treffen für KISS. Und wir waren sowieso ganz aufgeregt, wie alles läuft in der Reihe. Wie das so anfängt und wir haben uns echt nicht vorstellen können, dass wir heute so ein Blogger-Treffen bekommen. Und unser KISS hat sich leider nach oben verabschiedet. Man denkt immer, sie guckt einen an. Lieber ein Bier. Sekt. Ich bin gerade bei Drömer und wir durften gerade die Oculus-Erfahrung mit Sebastian Pitzek machen für den Insassen. Und jetzt ist Sanne gerade dran und das sieht so lustig aus. Wir waren jetzt ganz kurz in unserer Airbnb-Wohnung und ich mache mich jetzt wieder auf den Weg zum Lux-Abend. Heute gibt es nämlich Essen und wir setzen uns mit den Autorinnen zusammen. Ich bin ganz gespannt, was passiert. Ich nehme euch mit. Wir sehen uns gleich. Ramona erzählt euch jetzt mal, wie das hier heute Abend funktioniert. Wir sitzen zusammen und wir essen und wir reden. Und wir reden, ganz genau. Und dann und es sind einige Autorinnen da und die wechseln nach jedem Gang den Tisch. Also ihr seht zum Beispiel da die liebe Bianca, da ist sie. Man erkennt sie am Element. Wir haben hier noch so geheimnisvolle Briefe, die wir nicht öffnen dürfen. Und ihr dürft auch noch nicht posten, was drin ist. Ich bin jetzt auch auf dem Weg nach Hause. Der Lux-Abend ist leider schon beendet. Ich bin jetzt doch nicht mehr ins Galaktische Forum gefahren, weil San und Jenny schon zu Hause sind quasi. Ich wollte mich ja eigentlich mit denen im Galaktischen Forum treffen. Bisschen schade, aber machst du nix, ne? Der Lux-Abend war echt schön. Also es waren vier Autorinnen da und die haben dann immer die Tische gewechselt. Und so konnte man mit jeder einfach sprechen. Und die haben natürlich auch noch signiert. Es gab für jeden noch ein Buch. War auch einfach sehr schön, den Abend mit ein paar Blogger-Kolleginnen zu verbringen. Es gab leckeres Essen, sehr leckeres Essen. Also mit Abstand bisher die Top-Veranstaltung für mich auf der Messe. Und damit wünsche ich euch jetzt auch eine gute Nacht. Morgen wird es sehr hektisch. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen früh filmen werde oder einfach mittendrin am Tag. Es wird sehr voll, aber ich freue mich trotzdem. Guten Morgen! Guten Morgen! Wir werden jetzt gleich zur Messe fahren. Wir haben uns extra mehr Zeit eingeplant für den Weg, weil es ja so chaotisch wird. Wir sind heute im Rey-Outfit unterwegs, weil heute ist ja Star Wars-Tag. Ja, wir schauen mal, wie es heute wird, oder? Ja. Yannick? Hallo. So sieht es hier übrigens an einem Samstagmorgen aus, wenn noch niemand da ist.
Und dabei ist es 8:55. Ich habe heute nicht viel gevloggt, weil hier einfach das Mega-Chaos los ist. Ich meine, schaut mal hier links und rechts und überall. Es sind so viele Leute hier an dem Messesamstag. Und wir gehen jetzt gleich rüber ins Hotel. Die Julia Dippel, da ist sie, wird dann nämlich gleich noch eine Bloggerlesung machen. Und die werde ich auch noch begleiten. Ich hoffe, es wird ein bisschen leerer. Ich komme gerade von der Lesung mit Julia Dippel und begebe mich jetzt wieder zum Thienemann-Esslinger-Stand zur nächsten Veranstaltung. Und ich bin tatsächlich mal draußen, total verrückt. So sieht es hier übrigens aus hinter den Hallen. Relativ unspektakulär. Wir gehen jetzt mal zu DK, weil da ist ja heute Star Wars Day und mal schauen, was da so abgeht. Magic Moment. Also Mädels, präsentiert mal unsere neue Fernsehsendung. Okay, also es geht um die Familie Hux. Sag ich jetzt erstmal. Die Huxen auch gesagt. Und zwar ist folgendes der Fall. Kylo möchte ja nicht mehr Solo reisen, sein Vater. Er will das ja loswerden. Weil sie nicht mag. Ist ihm auch peinlich, nachdem er ihn so Spoiler-Warning umgebracht hat. ist halt peinlich, dass er jetzt noch so heißt. Würde ich auch nicht wollen. Deswegen nimmt er halt dann Hux an. Ist ihm selber zwar auch unangenehm, weil klar, Dominanz verloren, aber muss halt sein. Welches dann erledigt? Das größere Übel ist halt Solo. Als die dann heißt Dominanz. Er Ben Hux. Und deswegen gibt es dann nur noch Huxes. Alle heißen Hux. Mr. Hux. Vier Huxes. Die Haxen. Und darum geht es in der Sendung. Und wie heißt die Sendung? Keeping Up with the Haxen. Yay! Das ist Simone. Die kennt ihr. Möchte ihr alle mal winken? Einmal? Voll begeistert. Also. Ja, das ist schon wieder Film. Gerade beim DTV-Blogger-Treffen mit Steffi. Und Steffi erzählt uns jetzt das neue Programm. Und alle freuen sich mega! Schwenk auf Heffer. Heffer macht gerade ein Foto mit Kati Karrenbauer und freut sich sehr. Wir sitzen immer noch bei Basta Lübbe. Und Annabelle ist auch da. Ist egal, wir sehen alle fertig aus. Ich habe heute ein Foto geschickt bekommen, wie ich in eine Nussecke beiße. Und jetzt kann ich hier nochmal... Hau rein! So ihr Lieben, ich habe euch heute Morgen ja gezeigt, wie es hier aussieht, wenn noch keiner da ist. Und jetzt zeige ich euch, wie es hier aussieht, wenn alle schon weg sind. Die Ullstein-Eule, sie ist schon ein bisschen geplündert, aber sie lebt noch. Also wir sind jetzt quasi exklusiv hinter den Kulissen der Buchmesse nochmal. So sieht das ja aus. Also eigentlich ist es total unspektakulär, aber es ist einfach nur keiner da. Ja. Letzter Messetag. Wir haben gerade Tetris gespielt, beziehungsweise wir spielen immer noch ein bisschen Tetris da hinten. Und wir machen uns jetzt auf zur Messe. Heute machen wir neue Bookplanetarium-Fotos. Um 10 ist noch ein Blogger-Treffen, das ich ein bisschen
mitgestalten darf bei Tienemann Esslinger. Und dann sind Vorlesestunden. Ralf Kaspers ist heute noch. Ja. Und nachher machen wir uns leider schon auf den Weg nach Hause. Hallo Papi, als du bist die Sonne. Sentimental. Wir haben gerade Bookplanetarium-Fotos gemacht und jetzt, yay! Und sind fast ins Wasser gefallen. Und jetzt gehen wir wieder in die Halle zurück. Wupp, 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 wupp. Was war das? Wir sind gerade beim Bloggertreffen von der Liebe Ria. Am Strand von Tienemann Esslinger. Genau. Ist geil. Hallo, ich bin Sonne. Ich bin Jenny. Und wir sind gerade beim Bloggertreffen von der Liebe Ria am Tienemann Esslinger Strand. Das ist schon ziemlich voll hier. Oh ja. Können wir mal zeigen hier. Da ist die Lea. Hallo! Also schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Lea und wir wollen heute einfach ein bisschen quatschen, ganz locker, ganz gut. Startnummern mitbekommen und nicht alle. Der Dr. Strange war ziemlich cool. Der war super, ja. Hey, aber hier! Hallo! Hallo! Schön, euch zu sehen, Jungs! Wir gehen nach Hause! Ja! Wir haben es geschafft! Hallo! Hallo!
Wir haben es geschafft. Alle drei Thalia Messeblogger sind an einem Fleck. Unfassbar, oder? Wir haben uns durchgekämpft. Ja! Voller Elan, voller Elan. Durch Halle 6.1 und sind etwas irritiert, weil alles ist schon weg. Sieht so ein bisschen aus wie nach einer Zombie-Apokalypse. Hallo, Ebims Ensemble. Werde ich ja einfach richtig frech unterbrochen. Echt mal? Also, wir sind gerade in Halle 3.0 bei Random House, genau. Und wir gucken uns gerade um nach potenziellen Buchschätzen. Genau, da ist die Buchschatzjägerin. Was hat euch am besten gefallen? Bookplanetarium. Bookplanetarium. Janik? Mir bestimmt auch, wenn ich sage. Mir war das Bookplanetarium und der Lux-Abend und gestern nochmal mit unserer Honey Badger Gruppe rumhängen. Die Honey Badger Gruppe. Und jetzt fahren wir nach Hause und vielleicht sehen wir uns nochmal im Auto und wenn nicht, dann tschüss, Büchermama. Kann ich zoomen? Doch, du kannst hier an der Seite. Echt? Ja. Echt? Ja. YMCA? Camerasception. Soll ich noch ein Foto machen? Ja. 100% habe ich hier noch gesehen. Bist du im Internet? Ich bin auf YouTube. Ich habe den Kylo gefilmt, auf der Tischdecke. Der war wichtig. Buchmesse Samstag, das heißt. Nein. Genau. Wer filmt die Firma? Wir sind gerade beim Blöken. Nina, irritiert mich! Wir sind gerade beim Blöken-Blogger-Treff! So, tschüss Nina! So nennt man Fragen auch. Aber! Das macht Politiker sehr gern. Bei Roman stelle ich mich quer. Das Lachen von dir war sehr schön. Ich habe mal zugesagt, bei Roman stelle ich mich quer. Das war so lustig, Lea. Ich war unfassbar lustig.